Royal Main, A Christmas Story Prolog Der Wind trieb den Schnee durch die Straßen, vorbei an den Fensterläden der geschlossenen Geschäfte, deren Eigentümer wahrscheinlich mit ihren Familien beim weihnachtlichen Abendessen saßen. Geblasen wurde der Schnee weiter über die Bürgersteige, vorbei an Feuerhydranten bis in die Veranda des Royal Main Hotel. Sieben Stockwerke hoch, 55 Zimmer, gebaut in den 1920ern, einen Steinwurf von Wickley's Shopping Center und dem Finanzviertel entfernt. Vor 20 Jahren war dort ein Gast mit einer Zigarre in der Hand eingeschlafen. Er und 17 andere sind nie wieder aufgewacht. Es war der größte Hotelbrand jemals in dieser mittelgroßen Stadt an der Nordwestküste. Dann stellte sich heraus, dass der Eigentümer des Hotels nicht entsprechend versichert war. Konkurs war die Folge. Fünf Jahre stand das Hotel leer mit einer geschwärzten vierten und fünften Etage, bis es von einem irischen Investor gekauft wurde. Er renovierte das Hotel und verwandelte es in ein mittelklasse Gästehaus. Von Montag bis Donnerstag bestanden die Gäste hauptsächlich aus Angestellten des Banksektors, an den anderen Tagen waren es meistens Touristen aus den Dörfern der weiteren Umgebung. Der Investor hatte eine Aufsichtsperson ernannt, die selbst mehrere Hotels leitete und das Hotel einmal im Monat besuchte. Dieser wiederum hatte einen Hauptgeschäftsführer beauftragt, Jack Frost. Right away, sofort. Jack schüttelte den Schnee von seinem Regenschirm und ging durch die Drehtür in sein Hotel. Es war sehr ruhig, zumindest hatte das Personal der Rezeption Zeit, fernzusehen, mit einer Schüssel Popcorn auf dem Schoß. Entschuldigung, meine Damen, das ist wirklich unmöglich. Wie oft soll ich das noch sagen? Das Personal hat nicht in der Lobby zu sitzen und fernzusehen. Aber da ist niemand, sagte Susan, die kontaktfreudigere der beiden, nicht unattraktiv, irgendwo in den Dreißigern. Es ist unmöglich, es ist nicht erlaubt, und wenn du fernsehen willst, dann donner ab. Dann brauchst du aber morgen nicht wiederzukommen. Seufzend standen die Damen auf und gingen zurück zu ihrem Arbeitsplatz. Mit extrem mürrischem Blick starrten sie in die Lobby. Jack sah sich um. In der Tat, es war sehr ruhig. Aber was willst du? Wer sitzt an Heiligabend in einem Hotel ohne Restaurant? Er selber müsste auch nicht hier sein. Zu Hause saß seine Frau mit ihren Eltern und zwei Teenagern bei dem jährlichen Trutan. Mit der Entschuldigung, dass sein Hotel ihn brauchte, schließlich bereitete es sein Einkommen, konnte er glücklicherweise dem jährlichen Festessen entkommen. Die Wochen vor Weihnachten waren immer sehr geschäftig, nur für die familiären Dinge ein Heiligabend. Nein, danke. Er führte das Unternehmen wie eine Maschine und stellte einen konstanten Einkommensstrom sicher. Er war erfolgreich, weil er Einkommenslücken schloss, indem er Kosten einsparte. Ein neues Geschäft zu generieren durch gutes Marketing und Innovationen brauchte viel mehr Energie und Bemühungen, als nur eine örtliche chemische Reinigung zu haben und befleckte und gebrauchte Bettwäsche in Ordnung zu bringen. Alte Schreibtische in den Hotelzimmern bekamen regelmäßig neue Plätze, um Kratzer zu verbergen, und abgenutzte Stühle konnten leicht durch aufgearbeitete ersetzt werden. Die Tatsache, dass alle Räume unterschiedlich aussahen, störte ihn nicht. Schließlich sah ein Gast nur einen Raum. Schöner Vintage-Stil übrigens. Sein Talent war die Fähigkeit, die Balance zwischen Einnahmen und Kosten so gut wie möglich zu halten. Das Personal war daran gewöhnt und arbeitete nur für das Gehalt. Über die Jahre hatte er außerdem sichergestellt, dass überteuerte Leute rausgeworfen und kritische Exemplare zurechtgestutzt wurden. Von Entlassung bedrohte alleinstehende Mütter waren im Allgemeinen sehr effektiv. Die Zimmermädchen hatten jedes Jahr einen zusätzlichen Raum in der gleichen Zeit zu reinigen. Das wasserdichte Argument war, dass sie aufgrund wachsender Erfahrung effizienter arbeiten konnten. Wenn sie es innerhalb der Zeit nicht schafften, waren sie selbstverständlich frei, ihre Arbeit unbezahlt fortzusetzen. Die Tatsache, dass sich ein Kunde manchmal über Flecken hier und da beschwerte, interessierte ihn nicht. Was kannst du erwarten für 80 Dollar pro Nacht in dieser 1A-Lage? Er ging durch die Lobby und zog den Stecker eines großen Weihnachtsbaumes aus der Steckdose. Diese sieben Gäste, gut, Trottel, die da waren, waren alle in ihren Räumen und brauchten keinen beleuchteten Weihnachtsbaum in der Lobby. Gut, der Weihnachtsbaum, aus Plaste natürlich und gekauft für ein ganzes Leben auf einer Aktion eines Konkurs gegangenen Altersheimes. Er ging in Richtung Fahrstuhl, wo er an einem alten Mann in einem beigen Overall mit einem Schraubendreher in der Hand vorbeikam. Guten Abend, Herr Frost, sagte er mit hoher Stimme. Frohe Weihnachten! Jack drehte sich herum wie auf Befehl. Was für eine Großzügigkeit von jemandem, wie er sie noch nie in diesem Hotel gesehen hatte. Das Handwerksunternehmen der 15. Straße schickt zunehmend ältere Ausländer und Verkrüppelte. Gott sei Dank ist noch keine Frau geschickt worden. Gut, es kostet auch fast nichts. Er drückte den Knopf des Fahrstuhls. Sein Büro war im siebenten Stock. Es war ein umgebautes Hotelzimmer an der Ecke mit einem kleinen Balkon. Auf dem Balkon lagerte er im Winter ein paar Flaschen Jack Daniels. Eiskalt. Da war er am besten. Der Handwerker sah ihm nach, als Jack in den Aufzug stieg und rief, gute Reise! Gerade noch, bevor sich die Tür schloss. Ruck, dachte Jack, als er den abgenutzten Knopf der siebenten Etage drückte. Es war ein alter Aufzug im neuen Gewand, hergestellt aus Plaste und Metall. Gleichwohl, es war das Knarren des alten Gebäudes zu hören, als er sich bewegte. Gäste hatten sich in der Vergangenheit darüber beschwert, sie fanden es fürchterlich. Er hatte die Beschwerden mit einer zertifizierten Genehmigung und der Geschichte zurückgewiesen, dass es in einem alten, historischen Gebäude eben mehr knarrt. Der Aufzug hatte ihn zehn Jahre sicher zu seinem Büro gebracht und würde es auch heute Abend wieder tun. Irgendwo zwischen dem dritten und fünften Stock fingen die Lichter an zu flackern, bis sie in der Nähe des fünften Stockes erloschen. Eins nach dem anderen ging die ganze Reihe der Lichter aus, bis es stockdunkel war. Jack litt nicht gerade unter Ängsten, und auch jetzt tat er es nicht. Aber als sich die Beschleunigung verlangsamte und der Aufzug langsam zum Stehen kam, beschlichen ihn welche. Es sollte ihm doch nicht etwa passieren, dass er heute Nacht stecken blieb. Es war totenstill für einen Moment. Dann merkte er, wie sich der Fahrstuhl mit einem Ruck bewegte. Nicht nach oben, nicht nach unten. Der Aufzug bewegte sich zur rechten Seite.